Servus Cyberpunk-Freunde, es gibt ein paar interessante Neuigkeiten über Fahrzeuge und gewisse NPCs. Die schauen wir uns in diesem Video genauer an. Bleibt gespannt. Wie CD Projekt Red, der Entwickler von Cyberpunk, schon bekannt gegeben hat, kann man ja die Story durchspielen, ohne jemanden töten zu müssen. Die Frage ist jetzt, geht das Ganze auch andersrum? Kann man im Endeffekt jeden niederballern und so die Story schneller abschließen, als das Ganze gedacht ist? In einem Interview mit US-Gamer ist rausgekommen, dass das Ganze nicht geht oder zumindest nur zum Teil. Gewisse Hauptfiguren können nicht sterben, man kann sie nicht einfach abschießen und so töten, es sei denn, man entscheidet sich im Laufe der Story dafür, also geschichtsbedingt, durch irgendeinen Dialog, dass man eben den NPC, die Hauptfigur, im Stich lässt oder dann eben in einer Videosequenz tötet. So wie es aussieht, ist das aber bei den Nebenquests nicht so. Da hat man größere Freiheit. Die Nebenquests müssen nicht erfolgreich abgeschlossen werden, die können auch fehlschlagen. Das könnte heißen, dass man eben NPCs sterben lassen kann in einem Gefecht oder eben selber tötet. Und wenn dann nochmal weitere Quests mit diesem NPC kommen würden, die wären natürlich dann verloren, verpassbar. Hört sich auf jeden Fall ganz cool an, denn man hat einfach mehr Entscheidungsfreiheit. In Cyberpunk 2077 gibt es aber noch weitere NPCs, die unsterblich sind. Jetzt nicht irgendwelche Hauptfiguren, sondern Kinder, die könnt ihr ebenfalls nicht töten, was natürlich auch richtig ist. Kommen wir zu den neuen Fahrzeugdetails, die sind nämlich sehr interessant. So wie es aussieht, hat man in Cyberpunk 2077 eine Garage, in der man mehrere Motorräder und Autos abstellen kann. Bedeutet für mich, man kann eben verschiedene Autos, Motorräder besitzen, entweder kaufen oder klauen. Man hat ja schon mehrere Szenen gesehen, wo man auf der Straße unterwegs war. Man hat verschiedene Autos gesehen, eventuell kann man sich sogar ein Auto eben klauen, woanders einsteigen, in die Garage fahren, dann gehört es einem, so uns bei GTA im Endeffekt kennt, oder man kann sich eben ja die Autos, die Motorräder in irgendeinem Store kaufen. Hört sich auf jeden Fall richtig mächtig an. Ich bin echt gespannt, was man alles für Autos, Motorräder besitzen kann, wie die eben aussehen und ob sie auch tunbar sind. Das ist nämlich noch nicht bekannt. Was aber bekannt ist, dass jedes Fahrzeug ein Radio besitzt und dass es, so wie es aussieht, verschiedene Radiosender gibt. Kennt man auch so von GTA, wo man dann eben durchwählen kann, welchen Stil man hören möchte. Das waren soweit die heutigen News. Ich hoffe, sie haben euch gefallen, bestmöglich informiert, was euch in Cyberpunk 2077 erwartet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, würde mich über ein Like freuen. Ich bin weg, ciao, haut rein.